Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Starfield. Ja, wir werden hier immer noch von diesen Viechern angegriffen. Wir sind immer noch im Schloss drinne. Ich habe hier einen Begleiter, den ich irgendwie nicht haben will, der ein Verräter ist. Oder zumindest Dings hier verraten will. Eigentlich würde ich mich am liebsten auf seine Stelle, auf seine Seite stellen wollen. Aber wir müssen ja unsere Deckung halten. Und hier sind irgendwo noch mehr von diesen Viechern, die einen angreifen. Wo? Hey, hörst du das? Da unten sind sie. Oh, die machen sich auf den Weg hier hoch. Was haben wir hier? Ah, okay. So, das würde ich hier passen. Das würde ich hierhin passen. Dann ist das aber falsch. Warte mal, wenn das hier. Dann würde das. Nee, warte mal. Dann brauchen wir den. Wenn der hier. Ja. Genau, der passt dann. So, der passt hier nicht. Der passt hier auch nicht. Der würde hier passen. Dann würde das hier aber. Doch. Das würde hier passen. So, dann haben wir das. Oh, direkt hinter mir. So, alles mitnehmen. Die sind alle unten, ne? Ich glaube, die verstehen dich nicht. So, dann wollen wir hier hin. Einmal kurz gucken, was es hier gibt. Sprich mit Mathis. Da kriegen wir nicht auf, verdammt. Und? Hast du es dir schon anders überlegt? Hör auf davon zu reden, du bringst uns doch beide um. Ich will gerade nicht darüber reden. Wir kommen ja nicht mal in Delgados Nähe. Wovon reden wir nochmal? Stell dich nicht so dumm. Ich rede davon, Delgado umzulegen und Neva die Infos über Crix zu verkaufen. Hör auf davon zu reden, du bringst uns noch beide um. Ja, klar. Du hast es doch gesehen. Diese Dinger, was das auch war, haben ihn wahrscheinlich längst zerfetzt, haben uns die Arbeit abgenommen. Und wenn nicht, kriegen wir es trotzdem hin. Wir müssen uns nur ein bisschen die Hände schmutzig machen. Wäre ja nicht das erste Mal, oder? So, vergiss es, Mathis. Ich mach bei deinem Plan nicht mit. Dein Plan ist wertlos, bis wir die Infos gefunden haben. Ich denke darüber nach, aber ich verspreche nichts. Hat Delgado nicht einen Haufen von deinen Kumpels dabei? Na, komm, wir sagen ihm, wir denken drüber nach. Gehst auf Nummer sicher? Ist dein gutes Recht. Aber denk daran, wenn es soweit ist, musst du die richtige Entscheidung treffen. Okay, und was machen wir jetzt, nachdem wir beim Wachturm sind, Superhirn? Wir finden einen Weg hier raus und suchen gleichzeitig nach Infos zu Crix. Wenn du glaubst, dass ich das nicht hinkriege, übernimm du doch die Führung. Komm, mach's. Wenn du es sagst. Wir sollten zuerst mal im Turm nachsehen, ob wir herausfinden, wo Crix Zelle war. Falls er da irgendwo nützliche Informationen versteckt hat, sind sie vielleicht noch da. So. Das wollt ihr eigentlich klauen, hier. Helmständer. Modernen Helm Tiefminen nehmen wir mal mit. Wohl wartende Begleiter ab. Ja, ich möchte eigentlich Dings hier haben. Also hier ist Sarah wieder bei mir. So. Geralt Hawk, Richard Roderick, Emilio Villanueva, Idris Nakar, Patrick Hester, Raymond Lee, Luca Fan, Craig Ryan, Unite Hale, Xander Butler, Timon Bean, Leonidas O'Connor, geiler Name, Joshua Farrell, Braden Haley, Delvin Mallory, okay, hier schon mal nicht, Datenbank abgeschnitten, Enzo Owens, Keenan Dixon, Saxon Caldwell, Cole Bowes, Caius McCarthy, Ephraim Talbot, Aston Kane, Pierce Sutton, Rian Hodgkins, Jay Mooney, Milos McPhee, Cohen Hensley,
Jasper Kriggs, da haben wir den. Unbekannt, Peilsender nicht erreichbar. Ah, die sind alle nicht erreichbar. Okay. Und Victor ist Becky. Zelle D03118. Okay, ist immerhin ein Anfang. Ein Anfang, ja. Also, ich gehe wahrscheinlich wieder vor, er läuft hinterher. Und ballert mit mir hier die... Nein! Oh, ich dachte schon. Ich dachte schon, ist gleich vorbei. Ich falle hier in den Tod. So, hier haben wir auf jeden Fall einiges, was wir einfach so knacken können. Finde ich schon mal gut. So, aha, dann würde ich den... Nee. Den hier nutzen wollen. Warum wurde ein Dietrich entfernt? So, okay, ich würde... Den hier nehmen, dann brauchen wir noch einen mit 3. So, okay. Wir nehmen den. Okay, wo sind sie? Da sind sie. Wieso bremst da jetzt? Da ist der nächste, komm. Ich zeige dir, was die Crimson Fleet drauf hat. Alter, warum ist er so laut? So, hier Computer erforderlich. Also er ist das. Aus dem Weg! Okay. Erledigt. Erledigt. Hier kriegen wir auf. Nice. Der wird hier nirgends passen. So, okay, nochmal. Der wird hier auch nicht passen. Der wird nicht passen. Der wird hier auch nicht passen. Also der könnte hier passen. Aber... Wir müssen das schon irgendwie damit machen. Ja, das wird funktionieren. So. Da müssen wir nochmal schauen. Das ist ein bisschen komplizierter hier jetzt mit denen. So. Der könnte passen, dann brauchen wir nur noch... den? Vielleicht? Nee, das wird so gar nicht funktionieren. Der könnte funktionieren, das heißt... Okay. Da musste ich jetzt ein bisschen mehr nachdenken. So, wo haben wir Zellenblock D? Da oben. Die bezahlen uns nicht genug, um in diesem Schrotthaufen herumzuwühlen. Ich will hauptsächlich hier jetzt lebend rauskommen. Das ist jetzt erstmal meine Hauptmotivation, ja. Wir hätten den hier. Und dann das. Okay. Die Dietrich entfernt. Warum?
glaube, das war ein... Nee, doch nicht. Das war kein Fehler. Oh. Battle Stim. Hier gibt es aber was. Wie viel ich hier jetzt einfach looten muss. So. Ich glaube, der hier wäre... Ja. Warum verliere ich eigentlich jetzt so viele Digi-Dietriche? Klopapier, perfekt. Trauma-Pack. Allheilmittel, was? Wir haben Allheilmittel? Nice. Stell dir vor, du wirst in dieses Loch geworfen, um zu verrotten. Ich glaube, das hier ist es, wo wir rein müssen. Ach, da unten, die sehen uns wieder. Ach, weißt du was? Muskelriss erlitten. Na super. Du willst dich mit einem Flieter anlegen? So, einen Moment. Ich muss das ein bisschen leiser für mich stellen. Das ist sehr, sehr laut. Ich weiß jetzt nicht, wie laut das für euch ist. Werde ich wahrscheinlich am Ende der Aufnahme mitkriegen. So, komm. Ach, das ist ein 25er, verdammt. Hallo? Hallo? Okay, jetzt haben wir den. 40 Erfahrungspunkte, nice. Alter, wie viele sind denn hier von den Viechern? Die hören ja nicht auf. Was haben wir denn hier? Nein, nochmal. Wieso muss ich so viel knacken? Der wird schon mal nicht sein. Der hier auch nicht. Das heißt, das kann jetzt nur der hier sein. Nee, auch nicht. Kann das nur der hier sein? Der hier? Und der hier, okay. So, dann gucken wir mal. Der hier kann es auch nicht sein. Der schon mal hier. Dann wäre das hier. Jo, okay. Iridium und Wasser. Schon mal super. Nicht das, was ich haben wollte, aber wir können das Wasser vielleicht mal zu uns nehmen. So, unter Hilfe. So, wo haben... Hatten wir nicht das Wasser mitgenommen? Oder zählt das hier unter? Jo, das war so unwahr. Okay. So, dann,
Ja, nochmal ein Medipack halt. Ich wollte jetzt eigentlich die geklauten loswerden, aber... Anscheinend wird das nix. Jetzt müssen wir da wieder rüber, irgendwie. Ich lasse ihn ballern. Besser er geht drauf als ich. So. Achso, Schalter D. Schalter Riegeln, Abschnitt 1. Auch hier. Und hier. Wie sieht's hier aus? Ne. Okay. Das haben wir überschritten. Keine Ahnung, wo der Dude jetzt ist. Verdammt! Ich war noch nicht fertig! So, leichter Teilchenzünder. Und womit war er jetzt noch nicht fertig? Was? Schade, hätte Lust auf einen Kampf. Okay, die Zelle ist schon mal falsch. Da haben wir schon den nächsten. Hä? Ist immer noch dieselbe Zelle oder wie jetzt? Ist immer noch dieselbe Zelle. Okay, was müssen wir da machen? Besuche so Kriegszellen nach Informationen. Munitionskoffer, ja. Aber ich sehe hier nichts. Weniger reden, mehr suchen, okay? Ja, hier ist nichts. Ich sehe nichts. Wonach soll ich denn suchen? Ich gehe mal in die andere Zelle. Also ich gehe von aus, dass da was drin sein soll. Er ist wenigstens hinterhergekommen. Die kleinen Viecher aber immer. Wie viele sind denn hier noch? Von denen. Wieder Computer erforderlich. Wo ist denn der Computer? Jetzt ernsthaft, wo ist denn der Computer hierfür jetzt? Hä? Die Zelle kommen wir nicht mehr rein. Die ist nochmal dicht mit, ich mache jetzt nicht mehr alle auf. Hier waren jetzt so viele Zellen, die mache ich hier nicht mehr alle auf. Und ich dachte, wir machen was Lustiges, zum Beispiel eine Banklosung oder so. Ja, der und seine lustigen Ideen. Hier haben wir eine Küche, was ist denn das? Ui, hier lohnt sich wieder was. Mit Sicherheit auf jeden Fall. Schlüssel erforderlich.
Wo öffne ich jetzt aber die eine Zelle? Ich bilde mir das wohl ein. Ja, gut. Dann nochmal knacken. Dann ist es halt so. Ich würde den aber so lassen. Mal gucken, wo passt der wohl hin? Der könnte hier reinpassen. Dann würde der hier aber Sinn machen. So, dann der hier. Und die dann hier unten. So, komm, ich will das und das da. Komm, das da. Toxin. Kannst du dir vorstellen, wie wütend die Gefangenen gewesen sein müssen? Da wäre ich echt nicht gern Wache gewesen. Boah, halt mal Klappe. Stimmt, Geld bitte auch zu meinen Eltern geschickt. So, hier haben wir die Küche. Nochmal Traumapack, nice. Was ist das denn? Was war das denn? Okay. Okay, hier. Was sind das für Viecher, hä? Jünger Kotelite. Wie kommen wir jetzt in die Zelle da hinten rein? Wie jetzt ernsthaft? Also, Computer erforderlich, aber welcher Computer ist denn hierfür? Oder ist es dahinter eingestürzt? Der Computer, den wir dafür brauchen. Muss ich jetzt einmal außenrum, oder wie? Noch nicht eingekracht? Guck es dir doch mal an, wie es hier aussieht. Von der Seite komme ich nicht dahin. Dann von hier wahrscheinlich. Ich suche gerade... Oh, noch ein Gefangener. Wie komme ich jetzt dahin? Hä? Wo laufe ich hin? Wo muss ich hin? Ich raff gerade gar nichts. Irgendwo muss ich das doch öffnen können hier. Ich gehe noch mal dahin. Ich muss mich dann bei Delgado bedanken, dass er uns einfach sitzen gelassen hat. Hier sind noch mal die beiden Gefangenen, aber... Warte mal. Der Fuß dieser Schreibtischlampe scheint locker zu sein. Die besten Pläne. Hat heute jemand was von einem Schiff gefaselt, das ein Vermögen in Credits geladen hat? Solche Stories sind normalerweise Bullshit, klar. Aber er hatte Details. Ich habe ihn ausgequetscht. Das Schiff heißt Legacy und war ein Transporter der Girlbank.
Kammer. Carter sagt, dass die Codes aller Terminals im Schloss regelmäßig geändert werden. Wir müssen das Ganze also sorgfältig koordinieren. Vorerst verwenden wir mal seinen Spind im Duschbereich als Versteck für den Code zur Putzkammer. Nächsten Monat um die Zeit müsste ich aus diesem Drecksloch raus sein und ein Konto voller Credits haben. Okay. Ach, ernsthaft, sind wir wieder hier? Sind wir bald so richtig stinkreich? Warum sollen wir jetzt stinkreich sein? Hä? Ich verstehe den nicht. Wie komme ich jetzt in die Zelle? Hallo? So, okay, hier Kantine soll was sein. Da. Okay, Carter. Der neue Code für die Putzkammer lautet 4861171. Das Mining-Team braucht noch ungefähr eine Woche, um durch das Eis zu kommen. Bis dahin hast du Zeit für deinen Teil des Plans. Wenn der Tunnel die Waffenkammer erreicht hat, starten meine Leute eine Revolte. Wenn du das Feuerwerk hörst, schwing deinen Arsch zur Shuttle-Rampe. Wir haben nur eine Chance. Wenn wir es richtig machen, sind wir dem Shuttle und der Legacy einen Schritt näher. Wenn du den Wachen was verrätst, naja, du weißt ja, was dann passiert. Ah, da unten ist noch einer. Irgendwo. Muskelriss geheilt. Perfekt. Ach, da! So, sorry, dass ich gerade aber still war. Ich musste zuhören. Ich wollte zuhören. Hier ist irgendwo noch einer. Ach so, hier der. Was? Metabolikum. Ich wollte nur nachladen. Da hinten sind noch mehr. Ernsthaft? Wie viele von denen kommen noch? So, Battlestim, Boudica und Trauma Pack. Ich wette, die Dinger kriechen direkt hinter den Wänden rum. So. Türsperrung, Status geschlossen. Tür öffnen. Okay, hier müssen wir rein. Ah, okay. War das eine Waffenkammer? Ja, sieht aus, als hätten sie alles leergeräumt. Ja, sieht so aus. Was haben wir denn hier? Sekunde kurz. Ja, du mal. Dürfte nützlich sein. Was hast du denn? Hä? Okay, gehen wir weiter. Hier ist leer. Hier haben wir noch ein bisschen was. Ah, das was leuchtet, da ist noch was drin. Okay, gut zu wissen. Da haben wir noch eine Betäubungsmine. So, welche Richtung? Hier lang? So. Alter, ernsthaft? Kleinen Viecher, ey. Die sind schon lästig. So, was haben wir hier? So, hier haben wir noch ein paar Cred Sticks. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Machen wir das jetzt mal auf.
Wir knacken heute nur noch irgendwie. Das hier könnte funktionieren. Dann bräuchten wir den hier. Jo, okay, das hat gepasst. Der könnte passen. Jo, perfekt. Das nehmen wir mit. Weltraumexperte XM2311. Der sieht cool aus. So, hier haben wir noch ein paar Wachen. Schadgaspfütze. Also die Pfütze war gefährlich, okay. So, von hier kamen wir gerade, also da lang. Und unter uns? Irgendwo unter uns, auf jeden Fall. Ach nee, da oben. Okay, nice. Neuer Punkt. Ich verstehe dich gerade nicht. Keine Ahnung, was du gesagt hast, aber ich habe dich nicht verstanden. So einen Tacker haben wir hier. Erde braudunkel. Arbeitsplatz des Organisators. Mal gucken. Achso, hat nichts mit der Quest zu tun. Okay. Wenn wir schon den Müll durchwühlen, können wir uns auch was Schönes mitnehmen. Wie wär's mit dem da? So. Den Hammer lassen wir. Den brauchen wir nicht. Die Digitätsriecher, die nehmen wir mit. Hier Milch. Das... Die Yushi viel Geld gekostet haben, den Laden hier zu verlieren. Geschieht ihnen recht. Oh. Wir werden angegriffen. Mal wieder. Warte mal. Das könnte hier klappen. Und das dann hier. Dann das hier. Und das hier. Natürlich greifen die mich hier an. Alter, wie viele sind denn hier jetzt? Einmal kaputt hauen. Hallo, ich will springen. Das wird dein Ende. Ich will die Tür zumachen, ja? Ach, die kommen hier durch? Was? Wie kommen die hier durch? Wie kommen die hier durch? Achso, ich habe schon nachgeladen, okay. Natürlich, dass der jetzt auch noch hier kommt. Jetzt habe ich definitiv ein Problem. Der ist ja gleich tot wahrscheinlich. Gehe ich mal sehr stark von aus. Ach nee, einer kommt noch von denen.
Alter. So. Wir haben jetzt wieder einen neuen Punkt hier. Ich würde vielleicht gucken, dass ich mal was Neues mache. Oder Wohlbefinden könnten wir auch. Ne, das haben wir schon auf Maximum. Gewicht heben. Sprinte 1000 Meter, während du mindestens 75 deiner maximalen Tragkapazität nutzt. Das könnten wir auch nochmal erhöhen. Haben wir aber noch nicht gemacht. Vervollständigt. Schleichen würde ich aber. Oder warte, Sicherheit. Das können wir ja erhöhen. Haben wir auch lange nicht mehr erhöht. Vollständig gemacht. Traumapunkt, nice. So, die haben wir auch. Noch nicht komplett alle gelootet, aber es gibt hier genug Lebensmittel. Alter, hör auf zu jammern. So. Hier muss es doch genug Nahrung geben, gehe ich mal von aus. Hier auch. Gönnen wir uns gleich erstmal das Essen. Gibt's hier noch was? Leeres Trinkpäckchen. So, komm. Gehen wir mal weiter. Beziehungsweise erstmal will ich mir hier die Lebensmittel gönnen. Canuck Bacon gönnen wir uns. Dann die Milch. Milch. Nahrungskit. Ramen. Wow, jetzt auf Ramen hätte ich auch schon wieder Bock. Gönnen wir uns jetzt mal Trauma-Pack. So, der hat noch ein Medipack. Können wir Medipacks auch nochmal wieder voll machen? Was sind das? Helm Security Wache. Chunks Rind. Unglaublich, dass hier die Fleet angefangen hat. Das ist Geschichte, Mann. Echt krass. Dann nehme ich mal mit. Haben wir eine ganze Uniform? Also hier hat die Creed jetzt also wirklich angefangen. Weil Kriegs hier ausbrechen wollte. Aber wie? Ich wette, die Dinger kriechen direkt hinter den Wänden rum. Alter. Erzähl doch keine Gruselgeschichten, ja? Die gehen mir auch schon auf den Sack, die Viecher, aber nicht so schlimm wie er. So, hier kommen wir nicht weiter. Es wird Zeit, etwas davon abzulegen. Ach, halt die Klappe. Ich kann auch mehr tragen. Büro des Direktors. Da bin ich jetzt gespannt. Da bin ich gespannt jetzt. So, sprich über das Intercom mit Delgado. Das war wohl das Büro des Direktors. Das Büro liegt direkt neben der Shuttle-Rampe. Wohl, um schnell abhauen zu können. Clever. Ja, ja. Der soll nicht so viel jammern, alle. Das war richtig schlimm. Ah, das hier ist jetzt blau. Und das hier ist blau. Und der hier ist blau. Das heißt, der hier wird safe hier irgendwo reinpassen. Also,
So. So. Hier wird der reinpassen. Und hier. Okay, nice. Der könnte hier irgendwo reinpassen. Das finde ich jetzt super. So. Und der passt hier rein. Okay. Nice. Hat ja ewig gedauert. Geh ans Intercom des Direktors beim Fenster. Ein rares Item erhalten. Das ist Technik. Geh das nicht schneller. Geh ans Intercom. Ich muss hier noch looten, hallo? Okay, egal, wo ist... Ich wollte schon aufgeben. Hoffentlich habt ihr was gefunden. Ich bin's nämlich langsam leid, hier festzusitzen. Ich habe Informationen über Kriegs Vermächtnis gefunden, auch wenn Mattes keine Hilfe war. Wir haben dank Mattes Hilfe Informationen über Kriegs Vermächtnis gefunden. Wo sind die anderen? Wo bist du gerade? Außer mir ist niemand übrig. Die verdammten Biester haben mein Team erledigt. Aber wenn wir das Vermächtnis finden, hat ihr Opfer sich gelohnt. Mhm. Wo bist du gerade? Keine Ahnung. Sieht aus wie ein Sicherheitsbüro oder so. Ist doch völlig egal. Habt ihr was gefunden oder nicht? Kann ich noch was anderes sagen? Ich habe nur die Möglichkeit, dank Mattes Hilfe oder nicht dank Mattes. Auch wenn Mattes keine Hilfe war. Ich würde einfach mal eine neutrale Antwort geben wollen. Wäre mir deutlich lieber. Ach komm, wie... So sieht's aus. Das war richtig gute Teamarbeit. Wir haben die ganze Zeit zusammengearbeitet, Dell. Ist das Mathis? Der soll die Klappe halten. Ich muss nachdenken. ja, sorry, Dell. Mach ruhig. Okay. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie von diesem Planeten runter. Mal sehen. Da haben wir's. Ich sehe mir die Baupläne für das Schloss an und ich glaube... Wir kriegen euch von da nicht zurück an die Oberfläche. Aber ich kann die Außentüren zur Shuttle-Rampe öffnen und ihr könnt mit einem der Shuttles da unten direkt zum Schlüssel fliegen. So. Ich finde, wir sollten uns treffen und alle zusammen verschwinden. Ich will das Schloss erst noch fertig besuchen. Was ist mit meinem Schiff? Keine Angst wegen deinem Schiff. Ich lass es abholen. Schwing du einfach deine Arsch in das Shuttle und verschwinde von hier. Wenn Mattes und ich das Shuttle nehmen, wie kommst du dann zurück? Den Plänen zufolge gibt es einen Notausgang, über den ich zurück an die Oberfläche komme. Dann muss ich nur noch kurz übers Eis zu meinem Schiff und bin wahrscheinlich vor euch auf dem Schlüssel. Ich will das Schloss erst noch fertig durchsuchen. Mir ist es völlig egal, ob du fertig bist oder nicht. Ich will die Infos zu Kriegs Vermächtnis. Danach kannst du wieder runter auf Suvorov und nach Herzenslust den Schnee. Beginne Enteilung. Bitte warten. Yep, Volltreffer. Könnte aber eine Weile dauern. Die Türen wurden seit fast 100 Jahren nicht geöffnet. Fantastisch gemacht, Neuling. Wir unterhalten uns auf dem Schlüssel. Okay. So, und willst du noch was? Sprich mit Mattes, der will noch was. Hey, weißt du, ich wollte mich nur bedanken, dass du die Lorbeeren nicht allein eingeheimst hast. Denk dir nix, alles okay. Du hast doch nur Angst, dass ich Delgado von deinem Plan erzähle. Du warst die zusätzliche Waffe, durch die ich die Sache überlebt habe. Nee, ist er nicht? Was? Nein, vergiss es. Aber jetzt, wo du es sagst, pass auf, diese Sache mit lass uns Delgado umlegen, vergessen wir einfach, dass ich das gesagt habe, ja? Ist nie passiert. Also schön, aber du schuldest mir einen riesigen Gefallen. Ja, klar, kannst dich drauf verlassen. Und jetzt verschwinden wir endlich.
Ja, okay. Gut. Wahrscheinlich da lang. Nee. Wo lang? Hier ist ja jetzt offen. Warte mal. Hol wartende Begleiter ab. Was mit Sarah? Nee, jetzt ernsthaft. Was ist jetzt mit Sarah? Ich muss jetzt das Schiff nehmen oder was? So, wo bleibt jetzt die Nervensäge? Wo bleibt Mattes? Mattes! Warte mal, ich gucke mal. So, da haben wir das Schloss. Star Eagle. Einer ist erledigt. Alter, was? Mattes, war schön die... Nein. Nein! Ich wollte auf das Dach des Shuttles, ja? Das Ding... Okay, das Ding schießt aber nur kleine Dinge. Komm, ich will springen, springen! Nein, nicht so. Nein! Ich hoffe, der bleibt da jetzt stecken. Ach nö. Autsch. Wie ist das Ding hier hochgekommen? Wo ist Mattes? Alter, eins gegen ein Stufe 36er, ja? Autsch. Kann ich von hier irgend... Ja, ich komme hier hoch. Oh, okay, ich bin in Sicherheit. So. Wo sind sie? Da ist das große Ding. Alter, aber ist schon ein heftiges Viech. Warte mal. Wir haben hier doch Kontaktgranaten, zwei Stück. Werfe ich das Ding erstmal irgendwie? So, wie sieht's? Erfrierung erlitten, natürlich. Ich glaube, hier oben sind wir sicherer. Ist jetzt Mattes tot oder liegt er da jetzt? Ne, der lebt noch, okay. Erfrierung so noch mal verschlimmert. Na super.
Habe ich nicht eine bessere Waffe gegen den? Wie sieht es damit aus? Der klingt schon mal heftiger, auf jeden Fall. Ja, komm. So. Nice, den haben wir erledigt. So. Ich hatte mich schon gefreut gehabt, ihn zu looten. So, hier sind aber irgendwo noch zwei. Da ist einer. Ey, dann hoffe ich, kann ich das Glück behalten hier, ja? Wenn, dann will ich das Schiff hier behalten können. Medipack. UC Gefängnis Shuttle. So. Hier machen wir einmal auf. Okay, das ist auch mal nice. Oh, hier gibt es Credits. So, noch ein bisschen Waffen, ein bisschen Muni. Okay, hier haben wir schon mal zwei Zellen. Okay, hier ist falsch. Nach oben, glaube ich, oder? Geht's nach oben? Hier geht's nach oben. Ich hoffe, hier ist jetzt aber keiner. Kein Gegner. So, hier gibt's einen Digi-Dietrich. So viel Müll braucht niemand. Was ist denn das? Okay. Ah, ist aber schon interessanter Griff. Das würde ich schon gerne behalten wollen. Dann. Bitte sagt mir jetzt nicht, dass alle jetzt hier in dem Schiff sind. Ist schön unterwegs zu sein. In der Loge wird's manchmal etwas eng. Hast du was Gutes gelesen? Ist mich hier jetzt gerade ein bisschen eng mit euch allen, ja? So, okay. Und andocken. Wenn das jetzt mein Schiff ist, schon mal gut, aber ich würde wechseln wollen wieder zum Star Eagle. So, und einsteigen. Ich habe da was für dich gefunden. Oh, hi Sarah. Wenn es okay ist, würde ich gerne möglichst bald mit Admiral Logan reden.
Darf ich dich was Persönliches fragen? Recht. Okay, da gibt's nichts Neues. Admiral Logans Büro müsste ganz in der Nähe sein. Wenn es okay ist, würde ich gerne möglichst bald mit Admiral Logan reden. Ja, hast du was Gutes für mich? Habe ich. Das ist für dich. Nährstoff hinzugefügt. Dankeschön. Admiral Logans Büro müsste ganz in der Nähe sein. Gehen wir. Okay. Ich würde aber auch erst einmal hier mein Schiff wieder umtauschen, ja? Also die Star Eagle wäre mir jetzt lieber oder die Argonische Maid. Ich weiß, ist verlockend, aber zettelt hier keinen Streit an. Jeder Captain hier hat für die Fleet. Wenn es okay ist, nein, ich wollte nicht mit dir reden. Das Büro müsste ganz in der Nähe sein. Gehen wir. Du willst was schmuggeln? Ich hab was, um es zu verstehen. Ich will mit Jasmine reden. Hier, um dein Schiff aufzumöbeln? Ja, hilf mir mit meinem Schiff. Nur die Arbeit, hä? Was brauchst du? Mein Schiff. Zeig mir mal was. Ich würde gerne meine Schiffe sehen und modifizieren. Klingt nach Spaß. Mal sehen, was ich habe. Ja, ja, okay. UC Gefängnis Shuttle. Ach komm, den registrieren wir mal. Ja, komm. Geld haben wir ja genug, aber das ist unser Heimatschiff. So. Entschuldigung. Warum ist hier so lang der Name? Aber hier hat das nur für Argonian Maid gereicht und nicht für Argonische Maid. Ich weiß es nicht, ihr rafft das nicht. Wie ist das? Wir haben auf dem Schlüssel keinen offiziellen Wachdienst, aber Verräter entgehen uns nicht. Bald wird die Fleet allen das fürchten. Ja, alles gut. Okay. Was gibt's denn hier? Die Auftragsbörse? Piraterie im Cheyenne-System, Piraterie im Valu-System, Piraterie im Valu-System. Schmugglerschriften von Varun-Ketzern nach Voli Alpha. Diebstahl von die Eleos Zuflucht auf Planet Ixel 2. Warum stehst du dir die Beine in den Bauch? Es gibt was zu tun. Ich weiß nicht, was sein Problem ist. Aber ich würde sagen, in der nächsten Folge geben wir das ab. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao.